Herzlich willkommen, liebe Studierende an der Universität Duisburg-Essen. Ich darf Sie beglückwünschen, Sie haben eine gute Wahl getroffen. Mein Name ist Gerd Bacher, ich bin Professor an der Universität hier und Leiter des Lehrstuhls Werkstoffe der Elektrotechnik. Gleichzeitig bin ich der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Nanoengineering. Und jetzt denken Sie bitte nicht, dass Werkstoffe langweilig sind. Vieles, was Sie im Alltag nutzen, basiert auf neuen Werkstoffen. Dazu gehören zum Beispiel Displays oder Notebooks, Beleuchtung, Solarzellen, sogar die medizinische Diagnostik. Also eine spannende und dynamische Fachrichtung, die ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen am Lehrstuhl hier in Lehre und Forschung vertreten darf. Hallo liebe Studierende, mein Name ist Franziska Muckel. Ich habe selber an der Universität Duisburg-Essen Nanoengineering studiert und dann hier in der Elektrotechnik promoviert. Danach war ich für 2 Jahre in den USA und bin seit Oktober 2020 Professorin für elektroenergetische Funktionsmaterialien in der WET. Hallo liebe Erstsemester, mein Name ist Wolfgang Mertin und neben der Lehre und Forschung, die ich im Fachgebiet hier vertrete, bin ich für die Studienberatung zuständig und für alle Fragen, die sich um den Studiengang Nanoengineering drehen. Liebe Studierende, auch ich begrüße Sie ganz herzlich an der Universität Duisburg-Essen. Mein Name ist Tilmar Kümmel, ich forsche und lehre ebenfalls am Lehrstuhl Werkstoffe der Elektrotechnik. Ich habe die Freude, Sie gleich im ersten Semester näher kennenzulernen in den Vorlesungen Einführung in die Werkstoffe und Einführung in die Nanotechnologie. In der Vorlesung Einführung in die Werkstoffe werden Sie lernen, wie Werkstoffe, zum Beispiel Metalle, Isolatoren, Magnete, aufgebaut sind, welche Eigenschaften sie besitzen, wozu eigentlich diese Werkstoffe gut sind. Zum Beispiel in der Unterhaltungselektronik, der Informationstechnik, der Energietechnik oder der Medizintechnik. In der Vorlesung Einführung in die Nanotechnologie gehen wir einen Schritt weiter. Ich werde Ihnen erläutern, dass Werkstoffe die Eigenschaften komplett ändern, wenn sie zu ganz, ganz kleinen Größen kommen. Zum Beispiel im Bereich 1 Nanometer, das ist 1 Milliardstel Meter. Ich hoffe, Sie damit begeistern zu können. Ich finde das persönlich sehr faszinierend. In den höheren Semestern sehen Sie mich wieder in einer Technologievorlesung im 4. Semester des Bachelorstudiengangs und in einer Vorlesung zu Nanostrukturen in der Optoelektronik im Masterstudiengang. Mich werden Sie sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium wiedersehen. Im Bachelorstudium organisiere ich das für die Nanos zentrale Nanoengineering-Praktikum. Dieses Praktikum bietet Ihnen erstmals die Möglichkeit, das zuvor Gelernte selber anzuwenden. Sie werden Strukturen selbstständig herstellen und diese dann in ihren Eigenschaften charakterisieren. Dazu gehört zum Beispiel ein Hightech-Elektronenmikroskop, mit dem sich nanometergenau Metallkontakte erzeugen lassen oder andere Mikroskope, die eine Bildgebung ermöglichen, wo das Auge längst versagt. Im weiteren Verlauf hoffe ich Sie dann im Masterwahlfach lösungsmittelbasierte optoelektronische Bauelemente für die flexible Elektronik begrüßen zu dürfen. Hier darf ich Ihnen etwas über mein Forschungsthema erzählen. LEDs und Lichtsensoren, die aus Dünnschichten hergestellt werden und beliebig auf verschiedenste Substrate aufgebracht werden können. Dadurch können die Bauelemente dann zum Beispiel direkt auf Folie hergestellt auf der Haut getragen werden. Mich werden Sie bald wiedersehen. Ich bin verantwortlich für die Übungen Einführung in die Werkstoffe. Dort werden wir den Stoff der Vorlesung vertiefen und an praktischen Beispielen demonstrieren. Im höheren Semester werden Sie mich dann im Optoelektronikpraktikum wieder treffen. Dort werden wir die Eigenschaften von modernen optoelektronischen Bauelementen wie Leuchtdiode und Laserdiode an praktischen Beispielen sehen und kennenlernen. Außerdem biete ich dann noch in den Masterstudiengängen 2 weitere Veranstaltungen an. Im ersten Semester werden Sie mich in den Übungen zur Einführung in die Nanotechnologie kennenlernen. Da freue ich mich auf neue Gesichter und neugierige Fragen. Im 3. Semester unterrichte ich Sie zu Methoden der Nanocharakterisierung. Dazu biete ich auch ein Praktikum an. Dort können Sie selber an modernen Geräten wie zum Beispiel Elektronenmikroskope oder Rasterkraftmikroskope arbeiten und Nanostrukturen untersuchen. Ich hatte bereits erwähnt, dass Materialien ihre Eigenschaften komplett ändern, wenn sie nur noch wenige Milliardstel Meter klein sind. Genau damit beschäftigen wir uns am Lehrstuhl Werkstoffe der Elektrotechnik. In unseren Laboren stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und natürlich auch Studierende solche Nanometermaterialien her, vermessen sie und erforschen, wie man sie in praktischen Anwendungen einsetzt oder sogar neue Anwendungsfelder erschließen kann. Darum haben wir Messlabore und Technologielabore. Für unsere Technologieentwicklung steht uns ein Reinraum zur Verfügung. Hier sieht man eine Anlage, mit der Graphenschichten hergestellt werden können. Das sind Kohlenstoffschichten, die gerade einmal eine Atomlage dick sind und sich daher völlig anders verhalten
wie zum Beispiel andere Varianten des Kohlenstoffs, Graphit oder Diamant. Diese ultradünnen Kohlenstoffschichten dienen zur Effizienzsteigerung von UV-Leuchtdioden. Und solche Bauteile werden unter anderem eingesetzt für die Wasserreinigung oder für die Desinfektion. Für manche Substrate ist so ein Plasma allerdings dann doch zu heiß. Hierfür stellen wir dann die aktiven Materialien direkt auf dem Substrat her. Das hat auch den Vorteil, dass es deutlich schneller geht. Je nach Anforderung geschieht dies in einer Glovebox, in der eine sauerstoff- und wasserfreie Atmosphäre herrscht. Die Zutaten werden aufgelöst und auf das Substrat aufgeschleudert, auf dem dann sofort die aktive Schicht entsteht. In diesem Fall hat die Schicht jetzt eine schöne grüne Emission und kann dann im nächsten Schritt zu einer LED oder einem Lichtsensor weiterverarbeitet werden. Für einen ersten Blick auf Nanostrukturen nutzen wir gerne Elektronenmikroskope oder Rastersonnenmikroskope. Damit kann man erkennen, was dem Auge verborgen bleibt. Wir sehen, ob die Prozesse geklappt haben und wie groß, oder soll ich besser sagen, wie klein, die Materialien nun endlich sind, die dann beispielsweise in Lichtsensoren ihren Einsatz finden. Am Lehrstuhl stehen eine ganze Reihe weiterer Analyselabore zur Verfügung. Wir schauen, ob unsere neuartigen Materialien oder Bauelemente Licht emittieren, Licht absorbieren und in elektrische Signale oder elektrische Energie umwandeln oder ob sich chemische Prozesse durch Licht beeinflussen lassen. Dafür nutzen wir eine Vielzahl unterschiedlicher Laser. Wir können mit hoher Zeitauflösung, kleiner eine Billionstel Sekunde, und hoher Ortsauflösung, kleiner ein Mikrometer, ein Millionstel Meter, die Materialien und Bauteile untersuchen. Am Lehrstuhl setzen wir dann diese Nanomaterialien ein in neuen Detektoren oder neuen Leuchtelementen. Zum Beispiel für die Informationstechnik oder mobile Anwendung oder auch für die medizinische Diagnostik. Atomar dünne Schichten können zum Beispiel auf gekrümmten Oberflächen oder auf flexiblen Folien aufgebracht werden. Hier erkennt man eine großflächige Leuchtdiode auf einer Plastikfolie. Man kann dann sogar die Farbe ändern, wenn man die Folie verbiegt. Unsere Forschungsarbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen, aber auch mit internationalen und nationalen Partnern, zum Beispiel in den USA, Korea, Singapur, Kanada, Schweiz. Wichtig für Sie als Student und als Studentin, damit sind da Forschungsaufenthalte von Studierenden im Ausland möglich. Unsere Lehrveranstaltungen und unsere Forschungsaktivitäten sind eng vernetzt. Beispiele aus aktuellen Entwicklungen in der Forschung werden in die Lehre integriert. Sie sind herzlich willkommen zu Projekt- und Abschlussarbeiten bei uns. Diese werden in aktuellen Forschungsthemen durchgeführt und im Team mit Wissenschaftlern. Das garantiert sozusagen eine tagesaktuelle Ausbildung. Wir heißen Sie nochmal herzlich willkommen an der Universität Duisburg-Essen. Der Lehrstuhl Werkstoffe der Elektrotechnik freut sich auf Sie.